Aber hier Orktöter. Das könnte ich jetzt gut gebrauchen. Oh nein. Wie steht's mit euch? Ich bin mir sicher, du hast noch dich besser um deinen Kram. Ach, warte mal, hier die Hütte. Verdammt, was ist los? Ah, lass mich raten, jetzt habe ich zweimal hier dieses Hammer. Ja, zweimal. Du bist der Fremde. Wenn du einen Platz zum Pennen suchst, bei mir in der Hütte ist noch ein Platz frei. Ich bin froh, wenn ich ein bisschen Gesellschaft habe. Kannst du mir was beibringen? Hey, ich bin dein Mann. Keiner von den Typen hier kann mir das Wasser reichen, wenn es darum geht, einem Ork den Schädel zu spalten. Tatsache? Für 50 Erz zeige ich dir, wie es geht. Hab ich... Ich hab tatsächlich 50 Erz. Hier ist dein Erz, unterrichte mich. Bist du bereit? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Jawoll! Wie töte ich einen Ork? Na, ist doch klar. Die Orks sind breiter und kräftiger gebaut als wir. Wenn du also draufschlägst, dann hau richtig kräftig zu. Und mit einem gezielten Stich kannst du einen Ork schwer verletzen. Ja, klingt gut. Also, ich wollte noch irgendeinen Perk lernen. Ach ja. Ja genau, Frostresistenz. Ich weiß wo. Pass auf, ich muss wieder nach Silden. Aber jetzt haben wir einen Teleport zum Hammerclan. Ah, dann kann ich bei der Gelegenheit auch Schwefel besorgen und Krankheit übertragen. So. Ah, wo will ich denn hin? Ganz ehrlich, wir waren hier nicht großartig hier gewesen. Ich hatte mit einem Kerl noch nicht geredet. Wer bist du? Mein Name ist Lars. Ich war einst ein stolzer Krieger aus den hohen Landen von Nordmar. Doch heute vergammel ich hier im Gefangenenlager. Klar, du hast gut reden. Du hast im Krieg gekämpft? Ja, ich war damals der Stärkste meines Stammes. Kannst du mich auch stärker machen? Ja, wenn ich endlich machen könnte, warum ich eigentlich ins Mittelland gekommen bin. Aber dazu müsste ich erstmal frei sein. Wie kann ich dir helfen? Mir ist nicht zu helfen. Es sei denn, du hättest viel Gold. Ich bin etwa 300 Goldmünzen schwer. Ist doch nicht viel. Du müsstest mich bei Zapotec, dem Lagerherrn, freikaufen. Verstehe. Frei den Nordmann. Warum heißt er nicht Robin? Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Alalala. Ich will den Nordmann Lars freikaufen. Na gut, der Nordmann gehört dir. Es wäre ohnehin besser, wenn er hier verschwindet. Aha. Er hat bisher nur Ärger gemacht hier im Lager. Na gut, wenn du es sagst. Wenn er so weitermacht, wird es tun was. Ich hab dich freigekauft. Ach komm, du verarschst mich. Sehe ich aus, als würde ich dich verarschen? Ein Mann mit Ehre. Bin beeindruckt, Freund. Wenn ich dir auch irgendwie helfen kann, sag mir Bescheid. Ich will lernen, die Kälte zu ertragen. Du musst dich viel bewegen. Das wärmt den Körper. Jede Bewegung muss aus dem ganzen Körper kommen. Und sorge dafür, dass du immer warme Füße hast. Und
Also warte mal, Schwefel, das habe ich doch immer viel Geld anbekommen. Also und da bekomme ich mit Sicherheit auch Krankheit übertragen und so Sachen. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Wenn mich jetzt noch einer mal hier aufhält, von wegen Halt, dann komme ich mir aber richtig verarscht vor, weil ich habe danach nichts mehr gemacht, ne? Hey, ich habe mitgekriegt, dass der Helm des Paladins verschwunden ist. Was du nicht alles mitkriegst. Ich würde demjenigen, der ihn gestohlen hat, 2000 Goldmünzen dafür zahlen. Ich brauche den jetzt eh nicht mehr. Ich verkaufe dir den Helm des ersten Paladins. Wahnsinn. Ich gebe dir 2000 Goldmünzen dafür. Zeig mir deine Ware. Ah ja, das nicht. Gut. Aber der... der Lümmel da oben, der hat doch sicherlich... Zeig... Nicht? Hä? Ach Mensch, ey, wo sind die all die Sachen hin? Nee, weißt du, jetzt brauchst du es und dann findest du sie nie mehr wieder. Verrat. Die Sachen kaufe ich aber. Ey, ist das euer Ernst? Was ich überall so finde und jetzt finde ich es nicht mehr. Aber ich wüsste, wo ich auch Schwefel abbauen kann. Haha. Nee, warte mal. Doch, klar. Klar, klar, klar. In den umliegenden Minen. Was ich hier so allerlei vorhab, ne? Schlimm. Ah, hier ist frei. Hier liegt Schwefel. Davon brauche ich 2 Stück. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. 2 Stück, ja. Einmal Krankheit übertragen. Ach, allelelele. Das habe ich sonst auch immer überall gefunden. Jetzt finde ich es nicht mehr. Lass mich überlegen. Wo könnte ich jetzt noch plündern? Am besten her. Krankheit übertragen. Das finde ich doch meistens auch überall. Später ist noch genug Zeit zum Reden. Pass auf dich auf. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Oh. Mirzo ist erledigt. Ich habe sein Geschäft geschlossen. Es ist ja mehr, als ich erwartet habe. Respekt. Dir, nimm das als Lohn. Hab ich ganz vergessen. Warte mal, habe ich jetzt hier nicht mehr... Du solltest jetzt gehen. Ich bin ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Ich sollte echt nochmal hier durch die ganze Gegend ziehen. Alter, reiner Erzrohling, da komme ich nicht drauf klar. Warte mal, wo haben wir noch einen freien Alchemietisch?
Run. Ach, bitte. Hallo. Das gibt's nicht. Die sind überall hier. Warte mal. Der hatte Schwefel. Aber egal. Aber hat echt nicht hier. Krankheit übertragen. Das finde ich normalerweise auch überall hier. Wisst ihr was? Wir machen was anderes. Erstmal einen Schluck trinken. Dir werde ich helfen! Ach, ich bin doch so blöd. Ich wollte doch noch was anderes machen. Haha. Eigentlich wäre es auch gut, wenn ich... Ah, Besuch von weit her. Sei willkommen in Nemora, Freund. Tut mir leid, wenn ich das jetzt hier aus dem Kopf raus abspiele, aber ist mir's wert. Was machst du gerade? Ich bin auf der Suche nach einem alten Rezept für einen Trank. Leider komme ich zurzeit nicht an die Zutaten. Hätte ich mir denken können. Welche Zutaten brauchst du für deinen Trank? Es handelt sich um die seltene Staudenlobelie. Oben im Westen, wo die ganzen Urviecher herumstreunen, habe ich welche entdeckt. Ich bin aber nicht wahnsinnig genug, mich mit den Biestern anzulegen. Na, mach ich das eben. Ich besorge dir die Staudenlobelie. Das ist löblich. Ich brauche 5 Stück davon. Lass dich aber nicht fressen, hörst du? Du bist Feuermagier? Ein Magier auf der Suche nach der alten Magie. So wie alle ehemaligen Magier des Feuers, Freund. Wer ist hier der Boss? Um zu erfahren, wer Nemora führt, wirst du dir erst das Vertrauen der namhaften Leute sichern müssen. Das interessiert mich nicht. Erst dann werden wir bereit sein, seinen Namen zu nennen. Wie steht's um dein Wissen über die alte Magie? Ich habe schon eine Menge herausgefunden. Und eine Sache ganz besonders. Ich habe einen Feuerkelch gefunden. Leider habe ich noch niemanden, dem ich den Kelch anvertrauen kann. Er muss nach Nordmar gebracht werden, verstehst du? Was? Ich bringe deinen Feuerkelch nach Nordmar. Das würdest du tun? Ein verlockendes Angebot. Aber erst brauche ich noch einen Beweis, dass du stark genug dazu bist und ich dir vertrauen kann. Nordmar ist verdammt gefährlich. Und der Kelch darf nicht in die falschen Hände geraten. Verstehst du? Schon klar. Oh ja. Nein, komm. Die hole ich mir ein anderes Mal. Aber speichern wäre trotzdem nicht schlecht. So, ich werde jetzt aber... Ja, ich denke... Ich musste dafür die... Der King of Kippler. Ich musste die Urviecher töten. Damit er mir den Kelch gibt. Das würde Sinn machen. Ja, ihr Rebellen, eure Zeit kommt noch. Aber erstmal Urviecher töten. Bam, bam, bam. Thank you.
Ernsthaft? Hallo? Ah ja.